Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Weiter geht's mit dem Turm der zweiten Welt, Trubel im Turm der bewegten Steine. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wusstet ihr schon, wie lange das Spiel in Entwicklung war? Seit New Super Mario Bros. Wii erschienen ist. So lange ist es schon in Entwicklung. Du gehörst mir und ich habe eine Idee. Ha! Ich habe etwas gefunden. Aber in Wirklichkeit ist es nichts. Okay. Hier einfach nur den Schulterträger benutzen und schon können wir die Steine entsprechend bewegen. Aber nur scheinbar einen Moment. Die drehen sich nämlich wieder zurück. Okay. Gab's, glaube ich, schon mal. Da musste man auf der Wii noch die Fernbedienung schütteln. Und ja, also das hätte ich nicht gedacht, dass die so lange an dem Spiel gesessen haben. Die 3DS-Version war ruckzuck entwickelt. Oh, Matsch. Boah, Knochenbrecher. Haha. Aber hier an New Super Mario Bros. U sitzen die schon seit... Ah, okay, ich kam wieder zurück. Na, Gott sei Dank. Sternmünze. Schon seit 2009 war das, glaube ich, ne? Die hatten noch 2-3 Level, die sie nicht benutzt haben. Und die wurden jetzt hier benutzt. Welche weiß ich nicht, aber... In der Tat, die arbeiten dauerhaft schon an 2D-Marios. Wow, und schon wieder Knochenbrecher. Brutalst. Okay, wir brauchen uns als kleiner Mario hier nicht mal ducken. Das ist schön. Sandkuchenwüste. Hat jemand Lust auf einen Sandkuchen? Verdammt. Oder wollt ihr lieber einen Matschkuchen? Warum macht er eigentlich Stampfattacke? Immer noch verdammt, aber ich lerne nicht draus, ne? Ah, verdächtig. Da ist was Verdächtiges. Ja, nur ein Leben. Okay, ist es nur ein Leben. Es ist nur Leben. Das Leben ist alles. Oh Gott, jetzt habe ich den Knochen trocken da drauf geholt. Da war er rechts auf der... Hätte ich nicht ganz nach rechts gedreht, die Steine, dann wäre der Knochen trocken auch nicht drauf. Eine interessante Burg auf jeden Fall. Krass. Na gut. Aber wenn das alles ist, dann bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ein Pilz. Na komm schon. Heute wollen wir übrigens auch das Secret im zweiten Level nachholen, ja? Ihr habt mich mit Kommentaren bombardiert. Und habt natürlich recht. Die Sache ist nur die, ich habe im ersten Part bei euch in den Kommis gelesen so, ja, das ist voll das Secret. Und ich habe, als ich privat gezockt habe, dann mal nachgeschaut, habe mir gedacht, da ist doch gar nichts, ja? Das sind zwar Münzen und so eine kleine Abkürzung, aber doch kein Secret Exit. Ja, das ist die halbe Wahrheit. Soweit habe ich dann nicht gedacht. Ich habe schon... Eben dachte ich, habe schon wieder ein Secret gefunden. Und dann war es nicht so und dann war es doch so. Und hier haben wir die dritte Starcoin. Okay. Impuls! Ne? Machen sie nach rechts? Aha. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Reicht's noch? Nein. Schlechtes Timing. Kommst du? Ja, so will ich das sehen. Was sind denn das für Fatzkes? Gab's die schon mal? Die erinnern mich so ein bisschen an die Fuzzis, ne? So vom Gesicht und so. Zahnlücke, sehen crazy aus, aber gab's die schon mal? Ich meine, diese Kerle da sind jetzt nichts Besonderes, aber die sind irgendwie neu, ne? Kann das sein? Mir ist egal. Mr. Millimeter hat mal wieder zugeschlagen. Und wir kommen hier wieder raus. Genial gemacht, die Burg. Die Sternmünzen haben wir. Aber ich weiß nie, ob sich hinter der nächsten Ecke vielleicht noch ein Secret Exit befindet. Nichts ist unmöglich. Ja. Als ich auch mal privat gezockt habe, und keine Angst, nein, ich spiele hier alles blind. Oh, verdammt. Warum bin ich eigentlich zu blöd heute? Als ich privat gezockt habe, ich habe mich einfach mit dem Controller aufs Bett gelegt, als wäre es ein Handheld. Hab total vergessen, dass es eigentlich ein Wii U Controller ist. Bin aus dem Zimmer gegangen mit dem Wii U Controller und ja, dann wird der Bildschirm schwarz. Von wegen hier, Kollege, du bist weit von der Konsole weg, ne? Das ist also kein Handheld. Hatte ich für einen Moment total vergessen. Ah, ich verstehe. Gehen die auseinander? Das erinnert mich an Donkey Kong Country Returns, aber auch sowas ähnliches. Aber wir wollen uns hier erstmal umschauen, nicht wahr? Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Oder der Sack mit der Katze. Nee, auf der Seite ist schon mal nichts.
Na gut, wir haben alle Star Coins, dann will ich mal nicht so sein. Wenn ich Secret Exits verpasst haben sollte, dann könnt ihr es mir flüstern. Quickie! Na toll, Boss ohne nennenswerte Items. Es ist zwar nur Bum Bum, wie auf der Karte schon zu sehen war, aber... Ja, da bin ich schon leicht zuversichtlicher, ne? Das muss schon sein. Wer will denn schon hier mit 1,20 Meter? Obwohl bei Mario sieht es aus, als wäre da nur 80 Zentimeter groß. Carmack, was suchst du hier? Okay. Was? Es ist alles. Ich habe jetzt gedacht, er wird riesig oder verwandelt sich. Oder wie es halt bei Kamek halt so ist, ne? Seit Yoshi's Island. Aber nee. Der ist nur ein bisschen gesprungen. Ja, pff. Das war jetzt nicht wirklich Magie. Das war jetzt nicht wirklich. Nur weil der gesprungen ist? Hä? Ich kann mich erinnern, an Super Mario Bros. 3 hatte der auf einmal Flügel. Wenn der hier im späteren Verlauf nochmal Flügel bekommt, wäre es eine gute Erklärung, dass Kamek eben die Flügel zaubert. Aber das ist jetzt nur rein hypothetisch von mir. Oha, 10.000 neue Sachen hier, die sich mir hier erschließen. Oh, Neues vom Schloss? Ach so, Kamek ist wieder zurückgekehrt. Oh. Fängt das Schloss jetzt auch an zu springen, so wie Bum Bum? Okay. Hä? Ach so, das war's. Ich habe gedacht, das verwandelt sich jetzt zu einem Bowser-Schloss, so richtig schwarz und so, wie ein Bowser-Schloss halt aussieht. Aber nee, nur ein schwarzer, dunkler Schleier. So, wollen wir jetzt vielleicht mal das Secret in 1-2 machen? Wollen wir? Ich will. Ja, ich will. Ich könnte auch die Abkürzung per Röhre nehmen, aber ich bin so oldschool. Guck mal, Susi ist wieder da. Aber die hat da nichts verloren in dem Level. Da bringt die nicht viel. Eine Eichel. Ein Eichelpilz. Oh, das muss ich mal unbedingt, das muss ich einfach mal loswerden. Eichelpilz, das habe ich, also als ich den ersten Part gemacht habe, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie man das Item nennen soll. Und es sieht ja aus wie ein Pilz und wie eine Eichel, also habe ich gesagt, Eichelpilz. Natürlich klingt es ein bisschen unvorteilhaft. Und Nintendo hat es ja gar nicht so benannt. Offiziell heißt es Super Eichel. Aber ich habe halt Eichelpilz gesagt. Und was ich so lustig fand, ich war ja einer der ersten Let's Player, die das Let's Play gemacht haben. Ich glaube, einer hat noch vor mir gemacht, ist ja auch egal. Aber viele, die ein paar Stunden oder am nächsten Tag das Let's Play zu New Super Mario Bros. U gemacht haben, die haben mir das nachgeschwätzt von wegen Eichelpilz. Ja, da heißt so. Nee, das war nur von mir erfunden. Ich finde es ja auch schade, dass Nintendo nicht mehr so Anleitungen beilegt. Also früher zu Super Nintendo Zeiten, da war meistens so ein fettes Booklet drinne. Und da gab's Infos zu jedem Gegner und zu jedem Item und so. Und hinten noch mit Notizen. Das hat zwar niemand benutzt, außer es gab früher Passwörter und so. Und die Anleitungen wurden von Jahr zu Jahr immer dünner. Ich habe das schon bei FIFA bemängelt, dass da keine richtige Anleitung mehr drin war. Das heißt ja immer, das wird in-game erklärt. Aber trotzdem finde ich es schade, ne? So ein schönes Booklet. Aber das ist mir bei... Oder zumindest ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht bin ich auch blind. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Aber bei New Super Mario Bros. U und bei Nintendo Land waren keine Anleitungen im Package, in der Box. Das fand ich echt schade. Ja, also bitte nicht so bleiben, aber ich glaube, das bleibt jetzt so bei Nintendo-Spielen. Keine richtige Anleitung dabei. Das wäre schade, Mann. Das war echt... Das wird mir zu elektronisch, das Ganze. Gibt doch, glaube ich, irgendwie virtuelle... Aber deswegen konnte man nicht nachgucken, wie das Ding offiziell heißt, weil sonst hätte ich einfach in die Anleitung geguckt. Jetzt aber erstmal zum Secret. Das hier habe ich mir so... Das habe ich so gefunden und so und denke mir so, hä? Hier ist doch nichts weiter, ja? Ist hier vielleicht ein Secret? Nein, da ist kein Secret. Dann habe ich einen Koopa-Panzer hier hochgeschleppt, in der Annahme, ja, hier ist irgendwie, da braucht man das dafür. Aber die Sache, wie man das Secret findet, und da muss ich echt sagen, da kommt doch keiner drauf. Von alleine oder nur per Zufall. Jetzt wissen es natürlich alle. Durch Let's Plays. Hier nochmal hochspringen. Wer sagt mir nicht, dass ich hier nochmal hochspringen muss? Ein bisschen fies. Und deswegen bin ich auch vorbeigejumpt im ersten Part, weil ich wusste es einfach nicht. Gut verstecktes Secret. Kann ich nur begrüßen. Ba, da, 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 da.
Und ich weiß nur, dass es zu einem weiteren Level führt und ich bin zu blöd, um da richtig hochzukommen. Das hat's gebracht. Ja. Ja, und was haltet ihr davon, dass die Anleitungen neuerdings fehlen in den Wii U-Spieleboxen? Ich find's nicht gut. Es ist zwar voll mit hier Werbung, mit Sicherheitsinformationen, mit diesem Rubbelzeug, Internetkram und. Aber so eine richtige coole Anleitung. Oder ich bin blind. Oder es hat bei mir gefehlt. Okay. Eichenhain Plooper. Hä? Plooper-Beschuss. Na, das finde ich jetzt nicht so überragend. Hätte man doch Eichenhain 5 oder was auch immer gefehlt hat, was die nächste Zahl wäre, hätte man doch so nennen können, oder? Eichenhain Plooper? Klingt ein bisschen Banane. Aber es ist unser erster Unterwasserlevel in diesem Spiel. Mit schiefen Röhren, jede Menge Münzen und natürlich die ordinäre Feuerblume. Und jede Menge Blooper. Na, die sind ja seit 1985 ein Grauen. Die haben damals schon genervt mit ihrer damals unvorhersehbaren Schwimmweise, die sie beibehalten haben. Aber inzwischen kennt man sie. Trotzdem manchmal schwer auszuweichen. Das sind einfach böse Kerlchen. Was ist denn hier los? Die übertreiben es ein bisschen mit ihrem... Da hoch. Okay. Okay, wir können uns noch dagegen wehren, gegen die Strömungen. Das finde ich gut. Ich habe schon gedacht, hier muss ich mich wieder anstellen wie ein abgelaufener Joghurt, weil die Strömungen zu stark sind. Vielleicht werden die noch stärker irgendwie. Warte. Hä? Okay. Ich mache mal Super Mario World mäßig. Da konnte man... Ja. Ich sag nur blauer Yoshi in Super Mario World. Ähnlich. Okay, finde ich gut. Ha, ich habe eh das Gefühl, das ist ein bisschen Super Mario World angelehnt, das Spiel. Nicht nur wegen der Karte, auch so vom Spielaufbau und so. So, und die Strömung bringt mich jetzt um meine letzte rote Münze. Das wird wohl hoffentlich kein Weltuntergang gewesen sein. Wenn doch, dann wisst ihr Bescheid. 21. Dezember ist es ja soweit. Also solange noch bitte hier Let's Plays genießen, Freunde der Nacht. Doch, die Münzen zeigen den Weg. Immer achten. Da, wo nichts rausguckt, das macht sich verdächtig. Wo keine Strömung rauskommt. Und Gott sei Dank. Hui, kreischt Jubel aus, Flip. Und ja, Leute, eure Unterstützung ist wirklich toll. Haben schon wieder einige tausend nachgelassen, die nur im ersten Part Daumen hoch geben. Ich kann ja euch nicht in jedem Part sagen, ey, Daumen hoch und immer Video-Anmerkungen machen und so. Es liegt an euch. Wenn euch das Video gefällt, dann Daumen hoch. So, du gehst mir brutal auf den Sack. Der ist richtig fies gesetzt, der Blooper. Der kommt jetzt auch wieder zu mir. Was machst du denn wegen dem Fatzke? Ich muss den weglocken. Ja, komm weiter runter. Der bringt mich noch um. Und das finde ich nicht schön. Jetzt hängt er selbst da bei der Röhre fest. Gut, bleib da. Bis ans Ende deiner Tage. Was ja nur noch bis zum 21. Dezember Zeit. Nein, ist natürlich absoluter Humbug. Zumal man, wenn, es gibt ja verschiedene Theorien, wenn, keine Ahnung, Asteroid kommen würde, dann hätte man das schon längst vor Monaten schon beim Wetter bemerkt. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, auf 0% gesunken. Aber was ist denn hier los? Verdammte Mist, eine Wasserwelt. Okay, wir überspringen das halbe Spiel. Soll ich das gut finden oder wie sieht's aus? Heilige Macaroni. Waldwelt. Noch weiter weg ging auch nicht mehr, oder was? Okay, alle Sternmünzen im Eichenhain gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Ja, man braucht bestimmt alle Sternmünzen, um auch alle Level zu spielen. So war es zumindest auf der Wii und auf dem 3DS in der Tat. Kartenansicht mache ich jetzt mal per L. Ich will mich ja nicht so viel spoilern lassen. Oh, verdammt, da ist ein versunkenes Schiff mit Buhu-Geistern drauf. Wie geil. Und das ist die Waldwelt. Hör auf damit. Lass dich überraschen. Zurück in die Wüste, Mann. Wir haben schon 15 Minuten, aber ich packe noch ein Level drauf, oder? Es ist doch ein wunderschöner. Soll ich dich mitnehmen, Susi? Schaden kann es ja nicht. Kommst du mit? Ach, was frage ich eigentlich, ne? Wir sind klein.
Wir könnten mal ein Item verbraten, oder? Komm, wir benutzen mal ein Item aus unserem Inventar. Beziehungsweise, wo geht's denn hier weiter? War das gut, jetzt Susi mitzunehmen? Jetzt kommt hier so ein... Die Eichel will ich haben. Die Eichel. Na also. Der Eichelpilz. Die Super-Eichel, ja. Aha. Nee, nee. Ja, ich versuche mal, den auszuweichen. Aber wenn ich gegen Goomba kämpfen muss oder gegen Hammerbruder, dann mache ich da auch kein Fass auf, ne? Friss ihn. Ja, du kannst ja Feuerbälle fressen. Hihi. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Also, Susi hat uns mal wieder den Allerwertesten gerettet, ne? Ein Stern, der keinen Namen trägt. Oh, leider kein Platz für neue Items. Von welchen Item möchtest du dich trennen? Ich hatte schon gehofft, dass man irgendwie nach rechts weiter kann, aber wir können nur maximal 10 Items mit uns tragen. Dann tue ich mich von dem Stern. Weil so viele Sterne braucht man nicht. Das war schon in Super Mario Bros. 3 Unsinn. Naja, Goombas kriegt ja wohl auch Blatt, oder? Vor allen Dingen mit Susi. Die frisst die auf. Ja, also gut. Dein Mittagessen kommt angelaufen. Eine Truhe. Mit einem Stern. Ja, natürlich. Braucht man. Nee, der hält ja nur zu Beginn des Levels, ne? Wenn man wenigstens aussuchen könnte mit einem Level, so jetzt möchte ich den Stern benutzen. Geht ja nicht. Kann ich einfach so? Ah, wegwerfen. Ja, tut mir leid. Die Eicheln sind wichtiger. Das muss ich mal so sagen. Dann spielen wir noch mal eine Runde um Extra-Leben. Mhm. Und da muss ich sagen, als ich das privat mal gespielt habe, ey, ich war voll gut. Ich habe 7 Leben eingesammelt und nur einen Bowser oder so. Mit Konzentration und Spucke fängt man eine Mucke. Ich bleib mal hier unten. Kann man besser reagieren? Boah, jetzt... Ach, verdammt, das war... Das war's fast. Diese... ja... Nein... Vielleicht wenigstens noch kein Bowser einkassiert. Ach, ich darf sowas nicht sagen, ne? Ich tanze tot noch auf dem Schädel rum. Es ist krass, das Spiel. Es ist toll. Bestimmt, wenn man ein paar Monate spielt und so. Weil es ist ja wirklich auch ein zeitloses Game, möchte ich sagen. Was? Dann kann man das bestimmt auch perfekt. Das ist bestimmt Trainingssache. Aber jetzt blamier ich mich noch vor euch. Bis auf die Knochen. Wenn irgendjemand das hier im Jahre 2014 anschaut, dann schreibt es in die Kommentare. Und schreibt, du Noob. Und dann sage ich, hey, Leute, hier, das Spiel ist doch erst rausgekommen vor kurzem. Macht doch mal kein Fass auf. Ja, ich wollte noch ein Level mit euch machen. Da bringen auch die ganzen Toadhäuser nix. Was ist denn hier los? Die Baby-Jossis haben Item, Appetit, Tafel. Das muss ich auschecken. Die Eisblume ist natürlich am coolsten. Okay. Da. Und die anderen habe ich mir gar nichts gemerkt. Da haben wir Susi, Goldie und was ist der Blaue? Da muss ich mir noch einen Namen einfallen lassen. Eine... Ja, toll. Eine Eisblume. Gut, die nehmen wir anstelle von einem Pilz oder von einem Stern. Ich bin der Meinung, maximal 2 Sterne braucht man, weil mehr macht keinen Sinn. Da, willkommen, liebe Eisblume. Das ist doch nützlich. Das ist doch mal hier nicht nur Dingsbumsi. So. Nichtsdestotrotz, Sandkuchenwüste 4, Spike Sandkasten. Wer ist Spike? Das ist Spike. Okay. Ach du Mensch, Susi. Muss ich noch etwas dazu sagen hier? Kleine Kinder, ja, typisch. Es kam ja irgendein Kommentar, weil ich gesagt habe, kennt ihr euch aus mit Dinosaurier-Erziehung und so? Ja, Windel wechseln wird ein bisschen interessant bei der Menge, die das Yoshi da verputzt. Kommentar des Tages, ne? Ah, herrlich. Aber dich kann sie auch... Ja, da bist du doch hier genau richtig, meine Liebe. Ah, schon wieder so ein Fatzke. Ich bin mir relativ sicher, die Kugeln kann sie trotz allem nicht futtern. Ich hab zu tun, geschäftlich. Lieber Spike. Alter, die Fragezeichenblöcke haben alle Red Bull getrunken, oder wie sieht's aus? Versteht ihr? Versteht ihr? Naja. Oh! Ich hab Susi dabei. Was haltet ihr davon, dass... nein!
dass wenn man einen Baby-Yoshi trägt, der die ganze Zeit so mitsingt. Oh, das sieht Secret verdächtig aus, ne? Dieses Baba ist zwar ein bisschen nerviger als, sag ich mal, bei Yoshi. Da ist ja nur so ein Trommelsound, schön dezent. Ist ein bisschen, aber mich stört es nicht. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Neuerung. Da ist eine Röhre. Da ist irgendwo etwas. Ne, muss mal zurückgehen. Wenn wir Susi. Die kann ja fliegen, bis der Arzt kommt. Aber es sieht nicht so aus. Guck mal, da unten, da irgendwie ein Abgrund rein? Nee. Mal sehen, wann ich wieder runterkomme. Nee, hä? Da war die erste Starcoin. Das kann nicht sein. Das kann... Boah, bist du denn das Wahnsinn? Okay, hat sich erledigt, glaube ich, das Problem. Danke. Ach, kann ich dich nicht mitnehmen? Susi, mach's gut. Ich hätte sie fast in den Abgrund geworfen. Ach, da ist sie doch. Ach, komm. Hätte ich sie in den Abgrund geworfen, dann wäre die jetzt garantiert nicht hier. Oh, ich bin runtergestürzt. Das ist schade, gell? Ja, den mitzunehmen ist auch immer so ein bisschen cheaten. So ein bisschen tricksen ist das schon, ne? Sehr hilfreiche Burschen allerdings, die Baby-Yoshis, ne? Boah. Wie diese Koopas mich aufregen da. Nein. Los nicht. Hä? Moment. Habt ihr das gesehen? Interessant. Oh, Gott sei Dank grase ich hier nicht durch wie von der Tarantel gestochen. Mini-Pilz. Kann ich du Susi noch mitnehmen, ja? Oh. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Hä? Okay. Das ist neu. Und nicht mit irgendwas gewaschen. Aber dich kann ich doch nicht... Oh, du bist zu fett. Mensch, tut mir leid. Vielleicht kommt sie ja wieder mit. Die kommt ja ständig mit. Und... Tatsächlich. Ich will hier unten bleiben. Das kommt mir sehr Banane vor gerade. Was zum... Mhm. Das, okay. Ah. Angst. Als kleiner Mario ist man so verwundbar. Ist vielleicht nicht mehr lang bis zum Ziel. Ah, eine Röhre, das muss ich schon. Ach, da bin ich rausgenäht. Quatsch. Och, bleib doch mal hier. Langsam geht's mir auf den Keks. Ha. Boah, ich hatte schon Bedenken gerade. So, den nehmen wir mit. Und ansonsten... Ich nehme Susi doch noch mit. Das ist besser, wenn ich die... Was? Ist hier wirklich in jeder Säule was drin? Okay, Susi, vergiss es. Die kommt bestimmt eh mit. Das ist ja eine Röhre. Hä? Nee. Hä? Was ist das denn jetzt? Aber wir haben alle Starcoins. Das muss ich schon mal so festhalten. Und die Zeit läuft weg. Was ist denn hier los? Da komme ich nicht hoch irgendwie. Mit Susi wahrscheinlich. Habt ihr so gedacht, habt ihr nicht die Rechnung mit mir gemacht, ne? Da will ich jetzt schon hoch, so. Ich mach Doppelsprung. Ha, oh, nee, das war zu früh. Wenn es ganz hart kommt, kann ich ja ans Ziel. Und jetzt, das reicht. Oh yeah. Wie kommt der denn sonst hoch? Bestimmt ist da ein versteckter Block. Und ich fall trotzdem runter. Was für ein Lappen. Ach, ihr könnt... Nein, ich habe jetzt Ehrgeiz. Ich will jetzt... Nein? Nicht? Komm da, nimm, mach. Oder, warte. Ich wollte mal bei 11 machen. Weil gab es da, glaube ich, irgendwas richtig. Nicht nur den Sound, sondern man bekommt doch immer ein Item, wenn man 11 oder 22 am Ende hat. Oder 33 oder 44. Das hat doch einen bestimmten Namen. Ich komme jetzt nur nicht aufs Wort. Oh Gott, ein riesiger Toad! Er ist dreimal so groß wie Mario. Danke, das passende Item. Das habe ich jetzt sowas von gebraucht. Finde ich eine gute Neuerung, dass man da dann nicht nur eine andere Musik bekommt, sondern eben auch... ja, hier Dings, Bums. Du weißt, was ich sagen wollte. So, heute könnt ihr euch absolut nicht beschweren. 25 Minuten, dafür Daumen hoch für jede Menge Party. Und wir haben tolle Secret Exits gefunden. Nein, will ich nicht. Ich habe eh noch einen Pilz.
Und dafür wirklich Daumen hoch. Würde mich sehr freuen über eure Unterstützung. Wo geht das denn hier hin? Sag mal, das ist eine Torte. Komm in die Eiswelt. Sandkuchenwüste, Eisblock. Das werden wir uns anschauen zusammen im nächsten Part. Also Leute, nicht verpassen. Bis dann und ciao.